Eins noch. Jetzt ist es weg. Gut. Oh, Gott sei Dank. Jetzt werden wir... Jetzt bin ich gespannt. Vega, Freunde. Vega. Es wird eine Sekunde dauern, bis das losgeht. Ja! Sie fliegen los! Sie fliegen los! Ich drehe komplett durch! Hier, guck mal! Nach Scheda! Alter Schwede! Yes! Wir sind jetzt eine Nation, die zwischen den Sternen reist, meine Lieben. Eine Zwergnation. Geil. Oh, mega gut, ey. Jetzt können wir richtig los, ne? Jetzt haben wir es doch eigentlich. Das ist genau der Punkt, den wir eigentlich immer haben wollten. Mega gut einfach. Wirklich geil. Mega, mega, mega cool. Oh, ich freue mich. Ich freue mich, dass das endlich geklappt hat. Ey, wie lange spielen wir jetzt schon, bis wir diesen Punkt erreicht haben? Boah, ey, Leute. Das hat jetzt schon echt gedauert. Aber ich freue mich, dass das jetzt funktioniert. Boah, ey. Ich freue mich, dass das jetzt endlich funktioniert. Weil jetzt haben wir halt gar keinen Stress mehr. Jetzt können wir halt, egal wo wir neu hinkommen, in welchen Stern oder auf welche Nuss auch immer wir landen, wir gehen halt tatsächlich, wir können halt jetzt reingehen und ganz, ganz tiefenentspannt dort reinkommen und einfach alles anfordern, was wir immer schon haben wollten. Finde ich gut. Jetzt produzieren wir einfach mal generell ein bisschen mehr Energie. Das sollte jetzt diese Nachtphasen ein bisschen aushalten. Weil jetzt ist gerade die Nachtphase durch. Keine Ahnung, ob das jetzt wieder zum Energieengpass geführt hätte. Ja, mal schauen. Wir haben noch 152, das passt, die nehmen wir mit. Hier ist noch haufenweise Öl auch am Start. Mal gucken. Ich hoffe nur, die bekommen Station jetzt bald zum Laufen. Ja. Ich würde es mir mittlerweile auch... Also ich bin momentan zwar ein bisschen genervt, klar. Ne, weil man freut sich ja, wenn es dann läuft oder dass es dann laufen soll und so. Aber wenn es dann nicht läuft, dann ist halt schade. Aber das ist eher so ein ach komm, jetzt mach halt, das funktioniert Ding. So ist das eher vom Genervtheitsgrad. Das ist, glaube ich, eher weniger ernst zu nehmen, finde ich persönlich. Aber gut. Hier sind wir klar. Hier sind wir auch klar. Hier hinten wollten wir noch was machen, genau. Habe ich immer noch nicht fertig, ne? Ah, die Windenergie, die und die Ray Receiver. Wobei die Ray Receiver, bringen die uns überhaupt was? Ja gut, wenn wir den Planeten jetzt so weit gestärkt haben, dass er nicht mehr so viel anfordert, dann haben wir auch nicht mehr solche Peaks. Weil der Dyson-Schwarm generiert genau 300 Megawatt aktuell. Und wir brauchen 355. Das heißt, es ist gar nicht mal so schlecht. Und wir können ja jetzt dann bald weitermachen. Also hier kommt jetzt der Punkt, wo es dann wichtig wird. Aber brauchen wir halt 1300 gelbe Forschungspunkte noch. Und die gelbe Forschung wiederum ist Katastrophe, oder? Wird schon besser. Aber ist immer noch schwierig. Herkules 4 ist das Problem wahrscheinlich, okay. Okay, wir brauchen noch ein bisschen was Zeugs. Lass das mal mitnehmen noch. Bevor wir wegfliegen, würde ich gerne hier nochmal die Produktion verdoppeln. Ungefähr. Und die hier nochmal nochmal überprüfen. Da kommt nämlich auch zu wenig an.
können wir halt auch nicht mehr krass beschleunigen. Na, das viel Platz haben wir da auch nicht mehr. Da laufen eigentlich auch nicht alle, ne? Ah, schwierig. So, dann produzieren wir das jetzt noch. Die Batterien sind auch nicht verkehrt. Selbst wenn wir die hier jetzt nicht brauchen, könnten wir die jetzt mitnehmen. Und dann natürlich wieder... Ja, guck mal, da siehst du, den, wie auch der Verbrauch von den Space Warpern ab und zu hoch geht. Aber auf einer Stunde Sicht ist das nicht mal ansatzweise irgendwie interessant. Haben wir echt gar keine mehr? Ja, zum Glück, da bauen wir welche. ...400 sind hier schon, dann drehen wir das mal runter. Das Schöne ist, die Akkumulatoren lassen sich relativ flott bauen, ne? Also die brauchen nicht ewig, um gebaut zu werden. Die gehen recht schnell eigentlich. 5 Sekunden pro. Das ist super schnell. So, mal ganz kurzer Check-up nochmal. Damit wir ja auch keinen Unsinn machen. Da sind wir safe. Das funktioniert jetzt ganz gut. Mehr ist besser, ja? Und bei den Dingern hier oben war es auch ganz okay, aber auch... Na, geht auch ein Schlückchen mehr, wäre einfach noch schöner. Würde eher so ein durchgehendes Setup dann, würden die Raumschiffe einfach schneller abfliegen. So, hier fordere ich nochmal ganz kurz ein bisschen davon an und dann müsste das eigentlich auch gehen. Ich glaube, das ist gut. Die Akkumulatoren, wie gesagt, die nehme ich gerne mal mit auf einen anderen Planeten, einfach zum Puffern, bevor wir dann, weil wir da halt noch weniger Möglichkeit haben auszugleichen, weil wir da keinen Schwarm im Orbit haben, mit dem wir, von dem wir einfach mal easy Energie abzacken können. Aber jetzt mal blöde Frage, kommen eigentlich Schiffe auch anderweitig zurück? Ist noch relativ wenig los, ne? Ich meine, wenn du jetzt von Herkules nach Scheda rüber gehst, ja, dann dauert das natürlich auch eine ganze Weile, bis dann Schiffe... Also wenn du Ressourcen anforderst, dann musst du das frühzeitig wissen, weil das dauert eine ganze Weile, bis die Schiffe dann auch drüben sind und da ankommen. Aber das ist jetzt nicht so schlimm, finde ich. Wir gehen auch gleich rüber. Also ich tanke mich jetzt einmal komplett auf und dann gehen wir rüber, weil wir haben ja jetzt alles. Wir können da drüben jetzt auch alles anfordern. Das ist ja das Schöne. Also wir können jetzt in ein neues System gehen und können einfach alles dort anfordern und brauchen uns um nichts mehr in den Kopf machen. Und was wir nicht anfordern können, können wir dort auch selber grundsätzlich produzieren, weil wir die, zumindest die Bedarfssachen anfordern können. Was haben wir denn? Wovon haben wir denn gerade momentan sehr wenig? Da brauchen wir auf jeden Fall mehr davon. Dann haben wir noch wenige Tesla-Türme. Brauchen wir definitiv mehr davon. Das haben wir genug. Das haben wir genug. Das ist okay, aber könnte mehr sein. So, von den Dingern können wir auch nochmal welche bauen, aber das ist eher für die Zukunft. Solarkollektoren brauche ich nicht mehr bauen, glücklicherweise. Für Bänder haben wir kaum welche da. Da müssen wir auf jeden Fall auch noch tanken. So. Geht das jetzt? Immer noch nicht. Meine Güte, ey. Ja. Der Plan ist jetzt wie folgt.
Das machen wir auf jeden Fall. Ich will dann nochmal, ich will dann nach Cheda nochmal rüber. Die Frage ist, könnten wir eine grüne Forschung noch vorher schnell aufbauen, damit wir dann die Dyson, das Dyson Stress System in Wege leiten können. Bis dahin haben wir da auch ein bisschen Zeit. Das bedeutet, wir müssen, das produzieren wir schon, die Graviton Lens. Das ist kein Problem. Das können wir ein bisschen stärken. Brauchen wir nur mehr Diamanten, deswegen haue ich da jetzt auch gerade drauf. Und dann brauchen wir noch ein paar Plane Filter. Und Plane Filter ist so eine Sache. Brauchen wir halt Titanium-Kristalle. Wir können ja ein bisschen eine Kasimir-Kristalle produzieren. Das ist natürlich auch genau das, wovon wir eh gerade einen hohen Bearbeitungsdruck haben beim Graphen. Ja, müssen wir mal gucken. Wobei, jetzt geht Graphen gerade ganz gut. Hydrogen ist auch ein bisschen wenig, aber das kriegen wir schon hin. Das ist jetzt nur, ich denke, nur eine Sache und eine Frage der Zeit tatsächlich. So, pass auf, lass uns da mal nochmal ein paar mehr bauen. Einfach nur, damit wir es haben, was wir brauchen. So, dann läuft die Produktion jetzt von den Diamanten nochmal ein bisschen mehr mit Schmackes. Nicht krass viel, aber zumindest ein bisschen besser als vorher. So, können wir nochmal ein bisschen mehr drauf geben? Warum nicht? Das gefällt mir gerade nicht, ne? Jetzt haben wir aber deutlich mehr, als wir brauchen, ne? Ja. Gut, das läuft. Das ist okay. Dann können auch die Schiffe schneller abstarten. Hier... Ja. Naja. Das wird nicht auf ewig die einzige Abgabestätte bleiben. Ich denke, das machen wir in Cheda dann auch mal. Da bringen wir eben genau diese Kristalle auch rein ins Spiel. Ich brauche jetzt auf jeden Fall, bevor ich hier abhebe, muss ich mich hier nochmal ein bisschen, muss ich noch mindestens so mal zwei Tower noch in unseren Äther schmeißen. 33, was fehlt da? Kupfer oder was? Graphen haben wir noch mehr als genug. Ich denke mal, Eisen oder Kupfer fehlt hier. Ist durch. Noch mehr Eisen und Kupfer. Noch mehr von Titan. Habe ich noch hier einen kleinen Zwischenpuffer? Ja. Ach, herrlich. Kleiner Notfallpuffer für den kleinen Hunger zwischendurch. So. Wandrea, wunderschönen guten Abend. Hi. So, leer fliege ich nicht los. Dann nehmen wir noch was mit und dann gehen wir auf die wilde Fahrt, würde ich sagen. Auf, meine Lieben, auf und davon nach Cheda. In die unendlichen Weiten der Unendlichkeit. Ach, ich sehe wieder nichts, weil das zu... Cheda wartet auf uns. Sechs Lichtjahre. Das schafft unser Tank nie. Also wir... ich kann mal die Config ändern und sagen, wir machen hier 1200 fix und gehen dann gleich in den Warp rein. Dann sind wir auf Zielgeschwindigkeit und dann passt das nämlich. Gucken wir mal. Genau. Drei Lichtjahre haben wir geschafft. Drei Lichtjahre. Also wir schaffen die Hälfte der Wegstrecke, bevor wir erstmal Pause machen müssen.
Wobei das jetzt für uns gar nicht so dramatisch gerade ist. Es schaut alles noch halbwegs gut aus. Gut. Diese alle Voyages of the Time Crew. Ach ja. Sheda müsste aber jetzt zumindest sichtbar sein. Das ist auch eine geile Konstellation hier so. Auf welchem Sheda waren wir vorhin? War das, das war doch der Zweier, oder? Wenn ja, müssten wir Kohle konsumieren. Oder wir konsumieren nicht, weil wir nichts verbrauchen. Das kann natürlich auch sein. Ich glaube, es war der Zweier. Ice Lake. Klingt für mich vernünftig. So, machen wir nicht rein. Okay. Wir warpen schnell rein. Also, hier läuft auf jeden Fall jetzt gerade ein bisschen flotter alles. Schauen wir mal schnell. Was läuft da genau flotter? Also, die... Diese langen Verzögerungen werden gerade besser. Das scheint jetzt gerade sich wieder ein bisschen alles anzupassen. Wenn ein Verbrauch stattfindet, heißt das natürlich auch, dass alles nachrutscht. Das heißt, sollte eigentlich die Produktion dann wieder steigen. Schauen wir mal. Warten wir einfach ab. Nicht ganz. 40 astronomische Einheiten fehlen noch. Aber muss ich mal ganz kurz ein bisschen aufpassen, dass der nicht sofort wieder reingeht. Weil sonst, das dauert mir zu lang. Ich finde das gut gerade. Ich finde das echt schön gerade einfach. Ist total tief entspannt. So. Sheda haben wir jetzt gleich. Ja, war schon ein weiter Weg, ne? Von, also von Herkules hier rüber. Das ist schon nicht ohne. Wir brauchen auf jeden Fall, und das ist, denke ich, für uns alle, oder sollte uns allen durchaus klar sein, egal was wir tun, egal wo uns die Reise hinführt, was wir definitiv brauchen werden, ist mehr Energie. Das kann ja ruhig eine Zeit brauchen, um vollzuladen. Da habe ich ja gar keine Bauchschmerzen mit. Aber wir brauchen einfach einen größeren Tank. Wir brauchen einen größeren Tank. Das ist unfassbar wichtig, dass wir mehr Core Energy kriegen. Lass mal schnell schauen, Core Energy. Fuel Power. Das wäre auch wichtig, aber 3000 ist halt Hardcore. Das ist, glaube ich, der Core Energy, ja. So, jetzt müssen wir auch ankommen. Zwei, eins und reiner. Komm schon, wir haben nicht mehr viel Sprit. Hui. Oh. Home sweet home. Und hier ist schon Zeug. Aber die Solarpaneele bringen da trotzdem nicht, ne? Hat er keinen Bock drauf. Gut, und Strom hat er auch keinen. Also von daher ist vielleicht auch egal, ne? Hupsi. So. Also. Bringen wir erstmal die Energy rein. Wir gehen hier oben draußen. Das ist ein bisschen, haben wir ein bisschen mehr Platz. Nee, warte.
Vielleicht noch mal hier. Ja, hier geht's. Mal ein kleines Grundsetup hinbauen, ne? So ein kleines Panelchens, ne? Müsste auch die Energie halt, ja, wird schon deutlich besser. So, wie gesagt, die nächste Baustelle ist tatsächlich the one and only Dyson Sphere. Das ist unsere nächste Baustelle. Sag mal, was ist denn heute los? Irgendwas liegt doch in der Luft. So. Kurzer Powercheck. Ja, okay. Der Spaceport hat hier das Netzwerk einfach komplett zerlegt. Der hat das einfach komplett tot gemacht. Das wird jetzt natürlich, wenn wir so viel reinbuttern, wird das natürlich auch besser. Und dann kommen auch neue Solarpaneele automatisch geliefert. Was jetzt natürlich auch eine Möglichkeit wäre, erstmal hier in den inneren Ring nochmal weiter Batterien aufzubauen, damit der Planet auf jeden Fall puffern kann. Und mit den vollen Batterien, die können wir zur Not auch einfach mal irgendwann wieder abbauen und können mit denen mal spazieren gehen und mal ein paar Orbital Collectors bauen. Und dafür sind die Dinger ja auch eigentlich da, dass wir hier einfach ein bisschen Speicherkapazität herkriegen. So. Ja. Gut, jetzt noch nicht, ne? Klar, aber muss er erst den Port laden. Aber ansonsten, dann sollte das wieder funktionieren. Wie gesagt, wir haben ja noch dreimal die Jungs hier, die können wir eigentlich auch noch hinstellen. Einfach nur mal ein bisschen mehr Energie aus dem letzten Quäntchen hier rausbuttern. Sag mal, Moment. So. Fertig. Jetzt produzieren wir hier schon fast straight on 30 Megawatt. Und damit ist der Planet relativ autark eigentlich gerade. Ich meine, abgesehen davon, dass der hier ein bisschen was reinbuttert. Können wir eigentlich weitere bauen? Nee, da fehlen die Kristalle. Aber wobei, die können wir eigentlich auch anfordern, ne? Also das ist eigentlich auch kein Problem. Ich habe doch gerade ein Raumschiff reinspringen sehen. Oder? Hier ist einer am Wegspringen. Hier, jetzt entsteht hier langsam so ein bisschen sowas wie interstellarer Reiseverkehr. Schön. Scheda wird unser Hotspot. Das sage ich euch. Hier in Scheda geht's richtig rund. So, wir fordern natürlich auch mehr Zeugs an. Ich baue auch gerade wie ein wahnsinniger Spaceports. Das gebe ich ja natürlich offen und ehrlich zu. Was ja relativ einfach zu erklären ist. Ich brauche es halt auch. So. Huch. So. Haben wir noch Raumschiffe übrig? Erhöhen wir mal kurz die Anzahl, damit das schneller geht mit dem Nachtanken hier. Na, also geh doch. Gleich wieder nachfordern. Da muss sofort Bewegung rein. Springt der gleich weg? Der müsste eigentlich, sobald er aus dem Orbit. Also, sobald er raus ist. Ja, da sind wir weggeworfen. Schau dir das an. Ja! Sehr nice.
Sehr, sehr cool, Mann. Sehr, sehr cool. Ja, hier ist die Energie auch mittlerweile fast weg. Weggelutscht. 400 Solarpaneele nehmen wir natürlich auch noch mit. Weil unser Solarsystem hier natürlich... Wir wollen das ein bisschen aufbuttern. Also ich will hier natürlich so ein bisschen eine ordentliche Solarmurmel draus bauen. Ich sag jetzt mal so, 100 Megawatt sollten da schon drin sein, ne? Was jetzt echt nicht übertrieben ist, weil, sind wir ehrlich, ein bisschen mehr und da geht das schon. Sven! Punkt. 27 Monate schon? Digga, wo bleibt die Zeit? Ey. Hashtag Ehrenzwerg. Dankeschön, Sven, für 27 Monate! Vielen lieben Dank für so langen Support. Dankeschön! Ey, die Zeit rennt, ich sag's dir, die Zeit rennt. Schaust du einmal nicht, passt du einmal nicht auf, ist es schon weg. Ja, Wahnsinn. Aber, solange wir sie mit schönen Erinnerungen füllen können, ist sie auf jeden Fall nicht verloren. Da ist sie trotzdem weg, aber nicht verloren. Ja, heute bin ich der Diebzwerg, ne? Also heute, ich sag's euch. Wenn wir jetzt nicht mal ordentlich Energie hier machen, dann weiß ich halt auch nicht, ne? So. Langsam nähern wir uns dem, was ich eigentlich mal haben wollte, ne? Komplett autark, alles anforderbar, wir machen unser Ding, Raumschiff startet, holt unser Zeug, Raumschiff bringt Zeug, wir bauen weiter und so weiter und so weiter. Sowas in die Richtung. So sollte es nämlich eigentlich sein. Ja, sind wir schon bei 70 Megawatt, verstehst du? Kein Problem. Weil das Ding ist halt, dass ich will halt nicht jedes Mal wieder warten, wenn ich den nächsten Raumhafen baue, ja, dass dann wieder der halbe Planet die nächsten 200 Stunden im Eimer ist. Oh nein. Oh nein. Hier muss ich einen versetzen und dann selbst dann weiß ich nicht, ob es funktioniert. Ja, doch, funktioniert, okay. Also manchmal muss man bei dem Ring ein bisschen versetzen, weil die dann irgendwie aneinander kleben und dann geht's nicht mehr. Im Übrigen mitbekommen, dass Twitch jetzt die Möglichkeit eröffnet, oder zumindest ein neues Tool gestern vorgestellt hat, womit man Zuschauer in Talks einladen kann. Das schaut dann so ein bisschen zu Skype-mäßig aus, haben sie da gestern vorgestellt. Sah super interessant aus. Fand ich sehr, sehr interessant. Schau, das läuft doch jetzt hier butterweich. So, hier wird auch ordentlich eingeladen. So. Lange war es her. Ne, bevor wir Space Engineers spielen, Sven, dann werden wir doch Stationeers spielen. Wenn dann schon ein gutes Spiel. Ja, so eine richtig geile Runde Stationeers, ey. Ich sag's dir. Da bin ich sowas von dabei. Wenn die Server laufen, dann let's go, ne? So, haben wir auch Eisen? Kurze Frage am Rande. Titanium sehe ich ohne Ende. Blöde gefragt. Hier ist auch Feuereis. Hier unten ist Eisen.